ist tatsächlich ein Bild. Und ich, es sieht so aus mit der Schultasche, als ich gerade, dass ich gerade von der Schule gekommen wäre. Ja, eine ruhige Mittagsstunde in einem, auf einem kleinen Plätzchen in Bad Cannstatt in Stuttgart. Und ich nehme an, ich war so 14, 15 oder sowas, schätze ich mal. Sehr bunt, Schuhe passend zur Jacke. Und auch das T-Shirt ist genau ausgesucht zum Ranzen. Das ist eigentlich enorm, ne? Ja, man war auch in den 80er Jahren schon total schick. Das ist so die Vorarbeit zum Führerschein auf alle Fälle. Das weiß ich noch, da waren wir auf der Insel Bratsch mit einer anderen Familie im Urlaub, mit anderen Kindern noch. Und das war insofern spannend, weil das ist eine fast autofreie Insel gewesen. Und wir konnten da irgendwie stundenlang spazieren, ohne dass man sich wirklich Sorgen machen musste. Also ich weiß, dass ich bei diesem Urlaub tatsächlich abgehauen bin. Das war aber irgendwie auch meine größte, das war wie so ein Sport. Ich hatte da so ein Köfferchen und mit diesem Köfferchen bin ich mir rumgerannt und eines Tages war es dann soweit. Und meine Mutter war in heller Aufregung, sehr nachvollziehbar. Und es wurde später und es wurde Abend und die, und es, wie gesagt, die Sprachschwierigkeiten waren da. Kein Mensch konnte damals Englisch. Und also sowohl meine Eltern wahrscheinlich wenig, aber auch die Bewohner der Insel, damals noch Jugoslawien. Und tatsächlich wurde ich gefunden im Nachbardorf bei einer Großmutter. Und da ich ja immer, wie man sieht, nackt war, saß ich da in jugoslawischer Tracht und aß mit ihr zu Abend und war aber total still und fand es eigentlich absolut in Ordnung, jetzt dort zu sein. Und meine Mutter war vollkommen aus dem Häuschen. Und ich fand es damals schon interessant zu gucken, wie das andere so machen. Und diese Geschichte wird oft erzählt, weil sie so ein bisschen abenteuerlustig ist, aber eben kein Kind dann in heller Aufregung und Panik, sondern ich war irgendwie, ich weiß auch nicht, nomadisch, von früh nomadisch geprägt. Das hier ist in Mailand, absolut nicht mehr vorstellbar, dass Mütter ihre Kinder mit Tauben spielen lassen, aber auch das war eine Zeit, wo vieles anderes war und bestimmt nicht schlechter. Und ich erinnere mich tatsächlich bei diesem Bild daran, dass es mir eher unangenehm war. Weil es war nämlich der Fotograf, der das wollte. Und diese Tauben wurden angefüttert und saßen dann einfach bei einem auf dem Kopf oder auf dem Arm oder sonst wo. Ja, dieses Bild hier entstand tatsächlich kurz bevor ich das Schwabenland verlassen habe. Das waren dann so die Anfänge meines Model-Daseins. Ich hatte gerade das Abitur gemacht oder war mitten dabei und wusste eigentlich schon, ich möchte Schauspielerin werden und ich möchte aber irgendwie auch in die Welt. Und das Ganze ging dann bei mir los, dass ich nach München bin und von München nach Wien und dann nach Mailand und dann nach Paris und dann ging das los. Aber das war also die Zeit, wo ich schon wusste, jetzt geht's langsam los. Ich wusste zwar überhaupt nicht, was es bedeutet und was es heißt und wie es geht. Ich komme ja nicht aus einer Schauspielerfamilie, aber ich hatte diesen Wunsch relativ früh geäußert und für mich irgendwie, sage ich jetzt mal, als meinen Wunsch erkoren. Aber der Weg dahin war dann eben auch einer, den man zu gehen hatte. Das hier wiederum ist eben auch nochmal ein größerer Sprung dann, ich schätze so, das muss so, war ich Anfang 20 oder so, das waren dann schon so die ersten Versuche, sich auch als Schauspielerin, ich glaube, dieses Fotoshooting war sogar im Rahmen von Bildern, die dann an die Agentur gingen, da hatte ich schon auch angefangen zu spielen. Da war ich auch schon aus New York wieder zurückgekommen und hatte so die ersten Rollen bekommen. Und dann fing das langsam alles an, Struktur zu bekommen. Ja.